Chan hat's gesehen. Mein Name ist Suzuchi. Ich traf Hiragi, als ich im College war, und seitdem waren wir zusammen. Wie auch immer. Was? Wir haben einen Tumor in ihrer Gebärmutter gefunden. Er ist ein wenig groß, also müssen wir sofort operieren. Was? Eine vollständige Entfernung? Anscheinend wächst der Krebs schneller, wenn man jung ist. Sie sagen, wenn sie ihn nicht entfernen, dann könnte es eine Leben- oder Todsituation werden. Was soll ich tun? Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, Suzuchi. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Hiragi, aber wenn ich eine Operation habe, dann werde ich kein Baby mehr bekommen können. Du hast doch gesagt, du wolltest eine Menge Kinder, oder? Bist du sicher? Du hast recht, das habe ich gesagt. Aber dein Leben ist wichtiger, Suzuchi. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Also, Suzuchi, heirate mich! Meine Diagnose führte zu unserer Hochzeit. Wir konnten keine Kinder bekommen, aber wir genossen unser Leben zusammen. Was ist los? Mir wird langweilig als Hausfrau. Ich glaube, ich suche mir einen Teilzeitjob oder so. Einen Job. Oh, ich habe eine Idee. Mein Freund aus dem College sagte, er suchte Personal für sein Büro. Möchtest du, dass ich ihn deswegen frage? Oh, wirklich? Würdest du? Er stellte mich Tokusa vor, seinem College-Freund, und ich begann in seinem Büro zu arbeiten. Wow, bist du schon fertig? Ich habe etwas Ähnliches in meinem letzten Job gemacht. Wegen diesen Zahlen. Ich glaube, du hast vielleicht einen Tippfehler gemacht. Oh, du hast recht. Gut, dass ich es noch nicht eingereicht habe. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Tokusa, hier sind die Papiere, um die du mich gebeten hast. Und ich habe dir Daten und die Besprechungsressourcen per Mail geschickt. Danke, du lernst so schnell. Ich sprach mit meinem Chef, weil du so eine gute Angestellte bist. Was? Sie wollen dich ganztags einstellen? Das ist toll! Aber ich werde spät arbeiten müssen. Ich werde während der stressigsten Jahreszeiten spät zu Hause sein. Wir werden vielleicht nicht mal Zeit haben, gemeinsam Abend zu essen. Das ist in Ordnung. Sie haben gemerkt, wie gut du bist, oder? Anscheinend. Hiragi war hilfreich. Also entschied ich mich, Vollzeit zu arbeiten. Meine Arbeitslast wurde immer mehr und oftmals blieb ich auf der Arbeit und kam spät nach Hause. Hiragi, verstanden. Pass auf dich auf. Er ist schon wieder auswärts. Es scheint, dass er das ziemlich oft tut. Aber ich komme auch spät nach Hause, also kann ich ihm keine Vorwürfe machen. Ich werde morgen früh kommen, damit wir zusammen essen können. Ich frage mich, mit wem er ist. Vielleicht mit einem Kollegen? Oder vielleicht einer Frau? Betrügt er mich? Nein, ich denke zu viel nach. Das ist nicht möglich. Ich versuche nicht so viel darüber nachzudenken, aber Hiragi verbrachte immer weniger Zeit zu Hause. Und 6 Monate später waren wir kaum noch zusammen. Nach einer Weile... Suzuchi, es tut mir leid. Ich will mich scheiden lassen. Es tut mir wirklich leid. Du bist eine gute Köchin und du bist wunderschön. Ich bin nicht unzufrieden. Es ist nur das, ich möchte ein Kind. Ich war schockiert, aber ich wusste, dass Hiragi Kinder liebte und ich konnte ihn auch nicht unter Druck setzen. Ich nahm an, dass wahrscheinlich eine andere Frau involviert war, aber ich konnte nichts sagen. Ich war deprimiert, aber meine Kollegen unterstützten mich und halfen mir wieder auf die Beine. Keine Sorge, es gibt viele Männer da draußen. Lass uns was trinken und es ausweinen. Suzuchi, du bist sowieso besser als alle Typen zusammen. Ich hörte, dass Hiragi schon bald nach unserer Scheidung heiratete und ein Kind bekam. Ich bekomme ein Baby! Ich kann nicht glauben, dass er das online gepostet hat. Was für ein Arschloch! Ich bin darüber hinweg, aber es interessierte mich auch nicht. Und ein paar Jahre später? Tut mir leid, Tokusa ist gerade nicht verfügbar. Er wird schon bald zurückkommen. Oh, das ist in Ordnung. Ich bin ja zu früh gekommen. Ich habe Kuroki auf der Arbeit kennengelernt und ich heiratete 6 Monate später erneut. Ein paar Monate später? Du hast einen Brief bekommen, Suzuchi, ha? Huh? Ein persönlicher Brief in mein Büro? Ich frage mich, von wem der ist. Liebe Suzuchi, wie geht es dir? Ich bin es, Hiragi. Ich wusste nicht, wo du hingegangen bist, nachdem wir uns getrennt haben. Also habe ich mich entschieden, dir den Brief ins Büro zu schicken. Ich war überrascht zu hören, dass du wieder geheiratet hast. Es tut mir wirklich leid, wenn du das Gefühl hast, dass du betrogen wurdest. Es tut mir wirklich leid. Was? Ich habe tatsächlich einen Plan. Ich habe geplant, mich scheiden zu lassen und mit dir neu anzufangen. Hat der Typ sie noch alle? Wenn alles so läuft wie geplant, dann werden meine beiden Kinder in 20 Jahren aus dem Haus sein. Arbeite an dir als Frau bis dahin und warte auf mich. Wie bitte? Ich mache nur Spaß. Ich liebe dich so, wie du bist. Das habe ich immer getan.
Ich mag diese Fleischklöße, die du machst, wirklich gerne. Also hoffe ich, dass deine Kochkünste sich bis dahin verbessert haben. Ich werde dann älter sein. Also wäre etwas Leichteres vielleicht besser. Ich werde mehr als der Mann sein, der ich damals war. Was soll das denn? Was? Was ist los? Sag mir Bescheid, wenn du keine 20 Jahre warten kannst. Ich kann noch nicht mit dir zusammen sein, aber wir können uns ab und an treffen, um unsere Liebe zu bestätigen. Du und ich sind füreinander bestimmt. Widerlich! Was macht ihr drei hier? Tokusa, Hiragi hat mir einen verrückten Brief geschickt. Einen verrückten Brief? Was sagt dieser Idiot da? Ja. Mach dir keine Sorgen, Tsuzuchi. Ich werde heute Abend mit ihm sprechen. Danke, Sir. Am nächsten Tag? Oh, ich bin erschöpft wegen gestern. Ich hatte gestern ein dreistündiges Gespräch mit ihm. Hast du eine Ahnung, was du getan hast? Weißt du, wie viele Probleme du allen verursachst? Und ich ließ ihn einen Brief unterschreiben, in dem er versprach, niemals wieder in die Nähe von Tsuzuchi zu kommen. Danke, Sir. Laut Tokusa kocht Hiragis neue Frau nicht oder macht irgendwelche Hausarbeiten. Er ist sich nicht einmal sicher, ob es seine Kinder sind, weil sie überhaupt nicht nach ihm aussehen. Meine Frau gibt zu viel aus und die Kinder sind verwöhnt. Aber ich weiß, dass Tsuzuchi da draußen ist und auf mich wartet. Wieso glaubst du das? War ziemlich erschöpfend. Ich bin wieder da. Oh, hi, Tsuzuchi. Ich bin früh nach Hause gekommen, also habe ich Abendessen gemacht. Ja, danke. Ich kann keine Kinder bekommen. Aber mein wunderbarer Mann und ich haben ein paar süße Katzen, mit denen wir leben. Und ich bin sehr glücklich. ご視聴いただきありがとうございました。まさか中学生で借用書を作るなんてすごい行動力ですね。それだけお金の貸し借りには責任を持つべきだと感じさせるいい機会だったかもしれませんそれにしても、あざみさんは何のドラマに影響されたんでしょうか。 皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、借りたお金はちゃんと返さなきゃダメと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。